Hallo ihr Lieben! Ja, nach langer Zeit habe ich endlich mal wieder ein Video für euch. Es tut mir leid, dass es so lange Pause war, aber ich versuche mich im Moment ein bisschen mehr auf die Uni zu konzentrieren. Und trotzdem wollte ich euch unbedingt mal wieder ein Video machen. Und die Becky hat heute ein Tag-Video gedreht und mich dann getaggt zu dem Tag. Toffelt gemoffelt. Und ja, da habe ich gedacht, das ist die perfekte Gelegenheit, mal wieder ein Video zu machen. Und zwar geht es um den Rainbow Colors oder Color of the Rainbow Tag in der Crafters Edition oder ja, Bastelversion sozusagen. Und das Originalvideo, oder was heißt Originalvideo? Den Tag hat die SoCraftistic gemacht und also in der Crafters Version. Und ich habe mir damals schon gedacht, ich würde den Tag sau gerne machen, habe es aber dann immer, ja, da kam mir irgendwie immer wieder was anderes dazwischen. Und ja, da ich jetzt getaggt wurde von der lieben Becky, habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt die Gelegenheit, jetzt machst du den Tag, jetzt drehst du den endlich mal ab. Und ja, es ist gar nicht ganz so einfach, wie man vielleicht denkt. Und zwar geht es in dem Tag darum, dass man sich aus den Farben von dem Regenbogen jeweils die Werkzeuge oder Bastelsachen raussucht, die einem so am besten gefallen. Ja, und dann fangen wir auch direkt mal an, und zwar mit der Farbe Rot. Da musste ich überhaupt gar nicht lange überlegen. Das hatte ich mir nämlich schon damals, als ich den Tag von der SoCraftistic gesehen habe, habe ich mir das schon sofort gedacht. Und zwar sind es diese Modellierwerkzeuge. Ich glaube, die sind von Staedtler, bin mir aber nicht sicher. Die gab es vor kurzem auch bei Teddy. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Ich glaube, das war nur so eine einmalige Sache. Aber ihr könnt ja mal gucken, ob ihr sie noch bekommt. Ich finde die echt super. Ich benutze die wahnsinnig gerne. Als ich sie mir neu gekauft hatte, war ich ehrlich gesagt nicht so begeistert davon, weil das halt so ein Plastik ist und ja, ihr seht vielleicht auch, dass das hier nicht so nahtlos verarbeitet ist, und aber man muss sich einfach daran gewöhnen. Also ich finde, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann ist es eigentlich ein ganz gutes Produkt für wenig Geld. Und ja, ich arbeite ganz gerne mit denen, vor allen Dingen mit dem hier oben oder manchmal auch mit diesem runden Teil. Also die finde ich wirklich toll. Dann kommt die Farbe Orange und ja, boah, bei der Farbe habe ich mir wirklich am allerschwersten getan, weil ich wirklich eigentlich so gut wie nichts in Orange habe. Und ich hatte eigentlich gedacht, ich muss schummeln. Und zwar zeige ich euch jetzt erstmal so meine geschummelte Antwort, so in Anführungszeichen. Und zwar ist das diese kleine Nemoneku, die ist einfach so, so, so süß. Und das ist ein Plüschtier und ja, eigentlich ist es mehr gelb, aber naja, es ist so ein Orange. Ein Gelb mit Orange-Einschlag. Und ja, ihr denkt jetzt bestimmt, hä, wieso zeigt ihr jetzt ein Plüschtier? Und zwar deswegen, weil das auf meinem Schreibtisch steht und ich finde die so, so süß. Und ja, ich finde, die zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht und ich bin einfach, ja, das ist sozusagen ein Teil meiner Muse oder meiner Inspiration. Ich finde es total cool, wenn die auf meinem Schreibtisch steht und ich gucke die an und dann habe ich sofort Lust zu basteln. Und ja, es ist geschummelt, gebe ich zu, aber das war so das eine. Und dann habe ich aber noch kurzfristig, bevor ich jetzt das Video angefangen habe zu drehen, ist mir noch was in die Hände gefallen und das habe ich mir gedacht, das ist orange, das muss ich jetzt nehmen. Und zwar ist das dieser Pinsel hier. Der ist jetzt von Rico Design in der Nummer F2. Und zwar ist das einfach nur so ein synthetischer Pinsel. Der ist auch bei mir schon ziemlich ausgefranst. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut jetzt erkennen könnt, was ich sehr schade finde. Aber ich glaube, da habe ich einfach zu spät immer gewaschen. Also was ich damit mache, ist meinen Fimo-Lack auftragen auf meine Fimo-Sachen. Und ich habe den Pinsel öfters mal zu spät gewaschen, da war der Fimo-Lack schon angetrocknet und ich glaube, das ist der Grund, wieso es so ausgefranst ist. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz finde ich, ist das ein guter Pinsel und ja, mangels dessen, dass ich nichts anderes habe, was orange ist, zeige ich euch dann jetzt einfach diesen Pinsel hier. Dann kommt die Farbe Gelb und auch bei der Farbe Gelb wusste ich sofort, was ich nehme. Und zwar ist das auch dasselbe, was die liebe Becky genommen hat. Und zwar das Amazing Mold Putty. Ich habe euch ja schon mal ein Video zu Moldmasse gemacht oder wie man Molds macht, mit welchen verschiedenen Techniken und so weiter. Es gibt noch so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so ein grünes, so eine grüne Moldmasse, die gießt man dann. Habe ich nicht ausprobiert, ich habe auch keine Mold davon, deswegen kann ich nicht sagen, ob das gut ist oder schlecht. Ich habe gehört, es soll ganz gut sein, aber trotzdem würde ich mir, also erstmal
immer wieder das Amazing Mold Putty kaufen. Ich finde das wirklich, es ist ein tolles, tolles Produkt. Und stellvertretend dafür habe ich euch mal meine zwei Lieblingsmolds rausgesucht. Und zwar ist das hier einmal so eine Schleife und meine selbstgemachte Cupcake Base Mold. Die finde ich super, die benutze ich wahnsinnig gerne und ja, es spart eine Menge Arbeit. Also das Amazing Mold Putty, auch wenn es jetzt nicht gerade günstig ist, kann ich immer wieder empfehlen. Und ihr seht auch, meins ist fast aufgebraucht. Ich kann euch ja mal die beiden Sachen rausholen. Also ihr seht, es ist wirklich so gut wie leer. Da ist nur noch ein winzig kleiner Rest und ich traue mich einfach nicht, das weiter aufzubrauchen. Und ich muss das unbedingt nachbestellen, weil das ist echt, es ist ein tolles Produkt und ich benutze es wahnsinnig gerne. Und das Tolle daran ist, man kann es auch mitbacken. Das finde ich, hat doch einen großen Vorteil. Dann macht man das in der Mold nicht kaputt, also wenn man Fimo reindrückt. Dann kommt jetzt die Farbe Grün dran und auch hier habe ich lange überlegt, was ich euch da zeigen kann oder zeigen soll. Ich mag ja eigentlich die Farbe Hellgrün oder Grasgrün ganz gerne, aber so Werkzeuge habe ich eigentlich kaum da. Und deswegen werde ich euch jetzt kein Werkzeug zeigen, sondern Fimo bzw. Sculpey. Das ist jetzt die Farbe Granny Smith. Moment, wo ist die Farbbezeichnung? Die ist hier oben. Hier könnt ihr das lesen, Granny Smith. Und ich liebe diese Farbe einfach. Das ist ein wunderschönes Grasgrün. Es ist sehr grell, fast schon neongrün. Und also quasi nichts, was irgendwie natürlich aussieht oder besonders natürlich. Aber trotzdem, ich liebe diese Farbe einfach. Wirkt so richtig schön fröhlich und ja, macht gute Laune. Und was ich euch jetzt aber nicht zeigen kann, was ich auch noch ganz toll finde an Grün, ist das Neongrün von Cernit. Das finde ich auch wahnsinnig toll. Habe ich aber leer gemacht, deswegen kann ich euch das leider nicht zeigen. Dann kommt die Farbe Hellblau. Und da war es im Prinzip auch sehr schnell klar, was ich euch da zeigen werde, auch wenn es jetzt so ein bisschen geschummelt ist. Aber naja, nur ein bisschen. Und zwar ist das meine Silhouette. Ich werde euch mal ein bisschen rauszoomen, damit ihr es seht. Ihr denkt jetzt vielleicht, das ist geschummelt. Die Silhouette ist ja weiß, aber ich habe es jetzt gewählt, weil das Logo hellblau ist und auch sonst die Software von Silhouette und alles ist so in diesem Hellblau gehalten. Deswegen zählt es jetzt für mich einfach zur Kategorie Hellblau und ich zoome euch jetzt mal kurz raus. So, ich hoffe, ihr könnt einigermaßen was erkennen. Also das hier ist die Silhouette, die kann man hier so aufklappen. Und ich werde euch dazu natürlich noch ein Video machen. Ich weiß, ich habe es euch schon sehr lange versprochen. Es kommt. Ich werde heute den ersten Teil dazu abdrehen und ich hoffe, ich kann es dann diesen Monat noch hochladen. Ich versuche mich endlich mal damit zu beeilen. Ihr seht, hier ist auch hellblau. Hier sind die Knöpfe, sind auch hellblau und deswegen zählt es für mich zur Kategorie hellblau. Hier legt man dann ein Blatt rein und hier ist dann der Schneidekopf drin mit dem Messer und das schneidet dann die Sachen und ich liebe dieses Silhouette einfach. Also ja, mein liebstes hellblaues, schrägstrich weißes Werkzeug oder Produkt. Dann kommen wir jetzt zur Farbe Indigo. Und auch hier ist es mir relativ schwer gefallen, etwas zu finden. Also dunkelblau mag ich an sich eigentlich schon, aber so Werkzeuge war jetzt sehr schwierig. Das erste, was mir dann eingefallen ist, war tatsächlich dieser Radiergummistift sozusagen. Also ihr kennt das bestimmt, das ist so ein Radiergummistift. Oh, der ist dreckig, es tut mir leid. Den man halt so rausziehen kann, damit kann man dann radieren. Ich mag den deswegen, weil man relativ punktuell damit radieren kann. Und dadurch, dass das hier drin ist, wird das auch nicht immer alles gleich so dreckig. Also, weil ich habe immer das Problem, ich lagere meine Radiergummis immer zusammen mit Bleistiften und durch diesen Bleistift-Mikrostaub oder wie man das nennen soll, verdrecken dann die Radiergummis immer relativ schnell. Ihr seht, es hat trotzdem nicht so ganz funktioniert, da ist trotzdem Bleistiftdreck reingekommen, aber es ist zumindest nicht so krass schlimm. Aber naja, ich war nicht so zufrieden mit der Wahl von diesem Werkzeug, weil naja, ein Radiergummi, es ist auch nicht so richtig indigoblau, es ist eher so mittelblau. Und dann habe ich einfach mal weitergeguckt, was ich so finden kann. Dann habe ich etwas gefunden, was auch wieder so halb geschummelt ist. Und zwar ist das dieser Kuli. Er ist hier oben dunkelblau und er schreibt auch Indigo-Blau. Und ja, deswegen zählt es für mich einfach so ein bisschen in die Kategorie rein. Ich liebe diesen Stift einfach. Der schreibt so hammertoll. Das ist so eine Art Gelstift oder ich kann es ganz schwer beschreiben. Ich glaube, den Stift gibt es auch nicht mehr, weil ich ihn mir mal nachkaufen wollte und ich habe ihn nicht mehr gefunden im Laden. Hier steht Jetstream drauf. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das erkennen könnt. Und der ist von Uni.
Also die machen ja solche Kulis. Und ja, hier ist es schon kaputt gegangen. Das war mal hier so eine verlängerte, ja, so ein verlängertes Metallteil. Und ihr seht anhand der Mine auch schon, er ist eigentlich im Prinzip fast leer. Und das ist eigentlich ein Wunder, dass er noch schreibt. Aber oh, ich liebe diesen Kuli einfach und ich werde so weinen. Nein, weinen nicht gleich, aber ich werde so traurig sein, wenn der dann leer ist und nicht mehr schreibt, weil ich schreibe wirklich sau gerne mit dem. Und dann ist mir, als ich den anderen Pinsel gefunden habe, auch noch ein anderer Pinsel in die Hände gefallen. Und zwar ist das dieser hier, der ist auch von Ricoh Design. Die hatte ich mir mal bei Idee gekauft und den benutze ich ganz gern für so Leinwände. Aber ja, das sind jetzt so meine drei Indigo-Favoriten. Ich konnte mich da nicht so wirklich entscheiden. Es ist auch, naja, ja, es ist jetzt nichts Besonderes, hat auch nicht besonders viel mit Crafting zu tun, also zumindest der Stift. Deswegen habe ich mir dann noch den Pinsel rausgesucht. Aber ja, das war das Einzige, was ich so zu Indigo gefunden habe. Dann kommen wir zur Farbe Violett und auch da wusste ich sofort, welches Produkt oder welches Werkzeug ich euch in die Kamera halten werde, nämlich das Dotting Tool. Das Dotting Tool gibt es natürlich auch in ganz allen möglichen anderen Farben. Ich habe das zum Beispiel noch in Weiß, das ist mir schon kaputt gegangen. Und ja, das, was ich im Moment benutze, ist jetzt eben lila und ich liebe dieses Dotting Tool einfach. Das habe ich mir bei Idee gekauft und beide Seiten sind einfach super, super, super. Also ich benutze das ja auch für Scrapbooking. Zum, ja, wie nennt man das, Prägen von, wenn man halt was umklappen will. Oh, ich kann mich nicht ausdrücken. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich mag es einfach. Dann hat die liebe Becky ja auch noch die Farbe Rosa hinzugefügt. Und ich muss sagen, ich habe relativ viel in Rosa. Mir ist relativ viel eingefallen, was ich euch hätte zeigen können. Aber tatsächlich so das Produkt, von dem ich wirklich, wirklich extrem begeistert bin, ist Glossy Accents. Das habe ich deswegen genommen, weil das hier eben hier so rosa ist. Ich denke mal, das gilt, oder? Eher so rosa-pink. Und ich liebe dieses Produkt einfach. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, wie viel ich schon verbraucht habe, aber so viel ist noch drin und so viel habe ich schon verbraucht. Ich habe dieses Produkt ja jetzt schon vor einigen Monaten bestellt und ja, ich benutze es wahnsinnig gerne, nicht nur um Glossy Accents sozusagen zu machen, also quasi um Oberflächen glänzend zu machen, sondern auch als Kleber. Ich habe erst gedacht, es wäre mir zu schade für Kleber. Mir ist hier übrigens Farbe drunter gekommen, also lasst euch daran nicht stören. Ich benutze den Kleber wirklich sehr gerne als Kleber tatsächlich. Und zwar deswegen, weil er hier vorne eine wahnsinnig dünne Spitze hat. Also man kann ihn sehr gut punktuell auftragen. Und das Wichtigste eigentlich fast schon, er stinkt kein bisschen. Also er riecht nach gar nichts. Und ich benutze hier sonst immer Uhu-Kleber und der riecht halt schon extrem. Und die Dämpfe, wenn die einem ja, in die Nase steigen, dann benebelt das einen absolut. Und ja, ich glaube, das ist auch nicht besonders gesund. Aber Glossy Accents riecht wirklich kein bisschen. Und es ist ein super Kleber mit einer super Klebekraft. Deswegen, ich bin total fasziniert von dem Kleber. Und naja, ob es das Geld wert ist, ihn als normalen Kleber zu benutzen, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, ich habe so 6, 7 Euro bezahlt. Ich glaube, das habe ich in dem Haul-Video aber auch gesagt, was ich dafür bezahlt habe. Und ja, ich benutze es halt für so kleine Stellen zum Kleben. Dafür finde ich das einfach ideal, vor allem weil der auch so eine schöne punktuelle Spitze hat. Und was ich euch auch noch zeigen wollte in der Rosa-Kategorie, sind diese Blumen von Rossmann. Die kosten 1,29 €, hier oben seht ihr es. Und ich liebe diese Papierblumen einfach, die sind so hammertoll. Ich benutze sie normalerweise am liebsten in der Farbe Weiß, aber Weiß zählt ja nicht zum Regenbogen dazu, leider. Aber ja, deswegen stellvertretend hier jetzt die rosanen. Die finde ich wirklich super und benutze ich auch wahnsinnig gerne. Ja, und jetzt noch die letzte Kategorie, Multicolor. Und auch da war mir relativ schnell klar, was ich euch zeigen werde. Und zwar ist das meine Kiste oder ja, so eine Art improvisierte Box mit Washi-Tapes. Ich liebe die Washi-Tapes einfach. Ich benutze die wahnsinnig gerne zum Verpacken, einfach weil es viel schöner aussieht wie normales Tesa oder Packpapier oder was auch immer. Und das hier sind jetzt so normale bedruckte Tesa-Films, Tesa-Filme, ihr wisst, was ich meine. Und das sind Original-Washi-Tapes, also was heißt Original, halt mit nicht glänzender Oberfläche, so rum. Ich liebe meine Washi-Tapes einfach. Die meisten sind jetzt von Chibo, die gab es mal bei Chibo zu kaufen. Die finde ich echt super. Ich glaube, die haben 10 Euro gekostet für, wie viel waren drin? Ich glaube 10 Stück. Nein,
8 Stück waren drin. Ich weiß es nicht. So um den Dreh. Und dafür war es wirklich günstig. Und das sind wirklich schöne, schöne Muster dabei. Ein paar habe ich von Idee gekauft. Das habe ich zum Beispiel von Idee gekauft. Die habe ich von Depot gekauft. Und das habe ich zum Beispiel bei Nanunana gekauft. Genau, also verschiedene Washi-Tapes von verschiedenen Herstellern quasi. Aber ich finde alle toll. Also ich finde, da merkt man eigentlich keinen großen Unterschied. Und das war so Kategorie Multicolor. Ja, ihr Lieben, das war mein Tag zu dem Rainbow Colors Tag oder Color of the Rainbow Tag oder whatever in der Bastelversion. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mitmachen würdet. Ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren den Tag beantworten, würde mich auch sehr freuen. Und ja, dann hoffe ich, ich kann bald wieder neue Videos hochladen. Und ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.